Die illegale Rave-Party in Simmering sorgt weiter für Diskussionen. In der Nacht auf Sonntag hat die Vega eine nicht angemeldete Veranstaltung mit hunderten Besuchern aufgelöst. Bei dem Einsatz auf dem aufgelassenen Fabriksgelände ist es zu Tumulten gekommen. Mehrere Beamte sind verletzt worden. Heute wehrt sich die Polizei gegen Kritik an ihrem Einsatz. Unschöne Szenen in der Nacht auf Sonntag in Simmering. Trotz des behördlichen Verbots wollen viele Raver weiterfeiern. Sie verbarrikadieren sich im Ausgang. Polizisten werden mit Dosen und Steinen beworfen. Diese greifen zu den Schlagstöcken. Vier Beamten wird eine ätzende Flüssigkeit ins Gesicht geschleudert. Zwei weitere Polizisten werden bei der Räumung der Fabrikshalle leicht verletzt. In sozialen Netzwerken wird der Vega-Einsatz von den Ravern heftig kritisiert. Doch die Polizei kontert. Es gibt immer zwei Seiten einer Geschichte, das ist klar. Von polizeilicher Seite muss eindeutig gesagt werden, wenn Pflastersteine fliegen, wenn Glasflaschen fliegen, Personen mit einer ätzenden Flüssigkeit attackiert werden und sogar die Vega geholt werden muss, dann ist auch irgendwann mal Schluss mit lustig. Dann kann niemand mehr damit rechnen, dass die Polizei mit Samthandschuhen vorgeht. Jetzt sucht die Polizei nach den Organisatoren der Rave-Party. Sie hatten für die Veranstaltung am ehemaligen Steiergelände mit 600 Teilnehmern keine behördliche Genehmigung. Auch nach den gewalttätigen Partygästen wird noch gefahndet. Sie konnten in der Menschenmenge untertauchen.